Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ark Lost Island. Ja, unser Dödi ist zumindest, hat er sich schon mal wieder ausgekringelt, hat jetzt nochmal 400 HP dabei gekriegt. Und ich würde jetzt versuchen, ihn zu zähmen. Ich gehe davon aus, dass die Dartpfeile nicht so viel Schaden machen. Aber wir werden mal gucken. Wo ist dieser Dart jetzt hingegangen? 4, 6. Okay, er will sich anscheinend nicht bewegen. Finde ich gut. Aber die Torpor geht aber... Wow. So langsam hoch. Veräppelst du mich? Wie soll ich denn auf 10.000 kommen, so wie die Topo hochgeht? 400? Nach wie vielen Darts jetzt? 10? Hä? Das stimmt aber nicht, oder? Ich würde sagen, das stimmt halt nicht. Und er verliert ja schon wieder. Okay. Ist ja gut, dann zähme ich dich halt nicht. Wow. Ja, aber. Mit dem Burschen stimmt ja eindeutig was nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Natürlich toll. Der einzige Dödi hier und der ist jetzt kaputt. Ach Mann. Vielleicht ist es auch eine Spielmechanik, die mir nicht bekannt ist. Vielleicht kriegen die keine Torpor, wenn die so verletzt sind. Gehen wir einfach mal davon aus. Das ist hier nur ein Dödi, ehrlich. Mann. Der war vom Level noch einigermaßen gut. Ach. Willkommen bei Ark. Dann fliegen wir mal zum nächsten Berg. Und gucken nach dem anderen Dödi. Oh, so ist das. Es kommt immer anders, als man denkt. Macht ein roter Schwein. Ein Schwein. Ich war so froh, dass da ein Dödi war. Und ich wollte jetzt echt nicht stundenlang nach einem Dödi suchen. Normaler Raptor, ne? Ne, ein Alpha Raptor. Ah. Ein kleiner Alpha. Ach, wir haben gar keinen Schilder. Hier, na egal.
Teilchen. Ja, Pidgey. Ihr wollt einen Griffin angreifen, verstehe ich. Verstehe ich völlig. Das hat auch nichts damit zu tun, dass ihr ein bisschen überheblich seid. Das können wir wegschmeißen, das können wir auch wegschmeißen. Okay, dann sortieren wir direkt aus. Haben wir noch mehr Müll. Hätte ich auch wegtun können in den Kühlschrank. Megalocerus. Brauche ich nicht. Der braucht noch Stunden bis er unten. Da ist ein Döning. 136. Da ist aber auch ein Mikroraptor daneben. 3. Megatherium-Weibchen. Nein, das tun wir jetzt halt nicht. Ja, ich gebe es zu. Ich habe schon wieder überlegt, ob ich nicht doch und ist halt ein Megatherium. Dann kann ich nur schwer widerstehen. Jetzt fliege ich wieder planlos rum und weiß nicht, wo ich den Döli finde. Ich weiß, dass da, wo wir Metall geholt haben als erstes, dass da ein Döding war. Aber da waren auch Rexe. Die habe ich zwar hinterher weggemacht, aber ich habe da nicht mehr geguckt, ob der Dödi noch da war. Level 200er plus Männchen und Level 200er plus Weibchen. Ich habe Sandy übrigens gesagt, dass sie jederzeit auch hier in den Spielstand auch reinkommen kann, wenn sie Lust hat. Ne? Und wenn sie nur mal Hallo sagt. Also nicht, dass irgendjemand denkt, ich will keine Ahnung mit ihr spielen. Aber ich glaube, das denkt eh keiner. Denke ich. Ich denke, dass das keiner denkt. Wir kennen uns schon ziemlich lange mittlerweile. Haben schon auf vielen Servern zusammengespielt. In meiner hauptsächlich aktiven Zeit von Ark. Ja, ich hatte mal eine sehr aktive Zeit in Ark. Da habe ich mir quasi einen Wecker nach Ark gestellt. Vor der Arbeit noch schnell ein paar Stunden. Gerne noch mal eine Stunde auf zwei früher aufgestanden, als man eigentlich musste, nur damit man noch mal Ark daddeln kann. Und ach Gott. Was für Aktionen da liefen.
da war ich noch jung. Voller Elan. Jetzt bin ich ein alter Mann. Da geht man alles ein wenig ruhiger an. Dann macht man auch mal ein Mittagsschläfchen. Aber deswegen spiele ich auch kein PvP mehr. Nochmal versucht. Mit einem völlig neuen Tribe, aber nie. Da konnte mich nichts mehr fesseln. Und nach ein paar Tagen musste ich mir einfach eingestehen, dass ich kein Interesse mehr daran habe. Das, was ich von Tribes gewohnt war. Extrem unstrukturiert. Mit Gewissen. Kann es sein, dass ich vom letzten Mal heilen noch Infinite Stats anhabe bei dem Würfeln? Fällt mir gerade so auf, weil meine Stamina überhaupt nicht runtergeht. Jetzt achte ich auf die Stamina und gucke nicht nach Dödi, das ist natürlich auch blöd. Stegwasser, Granate. Ja, nee, Bäume. Ach, hier unten sind Frostfeuer. Brauche ich auch nicht. Das weiß ich im Moment nicht. Ach komm schon, mal irgendwo ein Dödi jetzt bitte. Ah, jetzt geht Stamina auch wieder runter. Ich vergessen. Aber, mein Gott, wir sind hier alleine. Wir sind PvE-Projekt. Und 240er Bärchen. Nett. Ich hätte gern Dödi. Der muss nicht mal 240 sein. Ehrlich nicht. Ich möchte einfach nur einen haben, damit wir an der Base mal weitermachen können. Weil Sonntagabend, ich kann auch ein bisschen in aller Ewigkeit hier jetzt weitermachen. Tja, selber schuld. Hättest ja eben die Dödi nicht hauen müssen. Bob Ankylos und sobald ich in die Nähe komme, müssen die natürlich erstmal kämpfen. Zwei Weiber. Da halten wir uns mal von fern. Bob Rex, der jetzt von einem Wolfsrudel zerlegt wird. Ja, weiß ich auch noch, als ich die Wölfe ins Spiel kam.
wollte die gar nicht haben. Ich war so der... Ich war eher Vertreter Sabertooths als Wölfe. Dann bin ich mit meinem Rex rumgeritten. Das war so der erste oder zweite Tag, als es die Wölfe gab. Und plötzlich hüpft so ein Rudel Wölfe aus dem Gebüsch und hat meinen Rex innerhalb von Sekunden zerlegt. Da habe ich noch, das kann doch egal sein, das ist jetzt nicht passiert. Dann habe ich noch die halbe Nacht da gesessen und habe Wölfe für unser Treibkonzert. Ungefähr am nächsten Tag alle Wölfe hatten. Ja. Damals noch auf Island. Oder wo das Taming rauskam. Das Breeding. Hätte ich auch nicht vergessen. Das erste Ei, was wir gemacht haben zum Testen, war ein Trike-Ei. Ich hab's direkt gegessen. Direkt. Ei rausgeholt ins Inventar. Hups, gegessen. Ja. Aber ist mir seitdem auch nicht wieder passiert. Dass ich ein Ei gegessen hab. Das war zum Glück nur ein Trike. War es nicht so schlimm. Aber dann haben wir, ich weiß gar nicht mehr, was wir gezüchtet haben in der Nacht. Und am ersten Abend, als die Mechanik rauskam, dann war es total verbuggt. Die Babys haben so viel Fleisch gefressen. So viel Fleisch. Ich hatte in unserer Base neben den Babys und dann hätte halt Jugendliche Futtertröge und Kühlschränke aufgestellt. Und ich bin die ganze Nacht nur rum und habe Viecher gesucht, die ich verfüttern konnte. Die haben, ich weiß gar nicht, pro Sekunde oder alle paar Sekunden haben die einen Stack Fleisch weggehauen. Und ich war nicht alleine auf dem Server. Da waren ja viele, die versucht haben, ihr Baby jetzt am Leben zu erhalten. Und es war irgendwann so, es gab keine Viecher mehr auf dem Server. Es war alles weg, es war alles leer. Bin dann irgendwann dazu übergegangen, hier Haie zu suchen. Für das Fleisch, also Haie, Delfine. Ich weiß nicht, wie viele Babys wir hatten, aber eins hat er auf jeden Fall überlebt. Als dann der nächste aus dem Tribe wieder online kam, bin ich ins Bett gegangen. Nur damit dann kurz danach gepatcht wurde und die Babys nicht mehr so lange viel essen brauchen. Abenteuer. Ach komm schon, Leute. Kann doch nicht sein, oder? Habe ich jetzt zu viel gequatscht und deswegen alle Dödis übersehen oder sind hier einfach keine? 232. Aber ich will jetzt nicht. Ja, Ein Ankühler bräuchte man auch für Metall. 240er. Okay, was bist du? 136er Sabertooth, du solltest das auf gar keinen Fall überleben. Wäre nur cool, wenn du den 136er killen würdest. Dann müsste ich das nicht machen.
Ja, bei dem geht auch die Torbrücke. Okay, jetzt machen wir erstmal den hier weg. Dann packen wir ihm hier Futter rein. Chillen wir mal kurz und hoffen, dass alles gut geht. Dann haben wir schon mal einen Ankühler. Müssen Metall holen. Dann brauche ich ja doch noch einen Argy, ne? Ja, stimmt. Wo waren jetzt 240 Argy? Vergessen. Eins am anderen. Ich höre Geräusche. Bleib schön da unten, Rex. Dann haben wir keinen Stress. Kann man einen Schluck trinken? Ah, leckerchen. Ist noch früh genug. Da kann ich noch einen Schluck Cola nehmen. Nur nach der Aufnahme werde ich dann auch erstmal aufhören aufzunehmen. Folgen erstmal rendern und hochladen muss. Und ab und zu hat man da Problem. Wenn man so ganz viel aufnimmt, stellt man fest, dass zwischendurch eine Aufnahme kaputt ist. Und dann kann man nicht wieder zurück und das ist immer äußerst ärgerlich. Ich habe ja jetzt in einem durch quasi aufgenommen. Ich wollte heute Morgen die ersten Folgen rendern, aber dann hat Shotcut so rumgesponnen. Da wird schon wieder ein bisschen Angst, dass die erste Folge beschädigt ist. Das, weil dann gibt es wahrscheinlich wieder keinen Arc auf meinem Server. Auf meinem Channel. Und ich müsste dann wieder von vorne anfangen. Und da weiß ich nicht, ob ich da jetzt gerade Lust zu habe. Ja, so ging es mir auch mit Resident Evil 8. Mittendrin eine Folge kaputt. Super ärgerlich. Kann
nur ein Duty. Okay, dann würde ich vielleicht sicherheitshalber eine Falle für ihn aufbauen. Aber wo? Einfach so direkt hier. Was ist denn da jetzt auf den AG draufgesprungen, ey? Spiel. Ehrlich jetzt? Es ist die... Jetzt springt da ein einzelner Wolf runter. Der Archie, naja, jetzt muss ich ihn kriegen. Oh, da kommt auch der Judy und ach man. Das wäre schon hier blöd mit einer Falle jetzt. Und der ist auch schon wieder halb tot, der Archie. Das will ich nicht. Ich will kein blödes Tier. Megatherium. Das weiß ich nicht, ne? Da für Megatherium ist er von sich aus schon wertvoll. Aber Megatherium zählen wir heute auf keinen Fall. Ja, fast. Fast der 240er von eben. Aber wenn ich jetzt versuchen würde, den zu tamen, käme der Wolf daneben. Level 80. Ich habe mir aber auch nicht gemerkt, wo der 240er war. Ist der Griffin wesentlich besser geeignet. 96 und 40. 36. Was ist das? Eisweiber, ja, tschüss. Und hier 96. Ich weiß nicht, warum ich nach den Leveln gucke von den Rexen. Ich will jetzt eh keinen Rex sehen. Selbst wenn er jetzt ein 240er wäre, würde ich den nicht sehen. Aber ich kann es nicht lassen, ne? Dann. 88. Warum wir so viele Viecher mal mit Level 88 haben? Sehe ich hier im Singleplayer auch keinen Nutzen. Ich habe zwar normalerweise immer welche gezählt und gefeedet, aber brauchen tue ich sie nicht. 32er. 152. 80. 88.
der 200er AG hat es also nicht geschafft. Hätte mich jetzt auch gewundert. Da hinten gegen die Wand. 80er Agentar ist. Ach, na ja, war. Ach, ist der immer noch da? Wieso habe ich denn jetzt Akku von dem Managama da hinten? Soll ich veräppeln? In Ruhe. Spinnervieh. Also so viel schneller als du. Ja. Was haben wir denn an Köder? Was an sich gut ist? Aber nichts von dem, was ich jetzt wollte. Eigentlich wollte ich nur Dödi. Mittlerweile will ich auch noch einen Agentur, um den Dödi zu transportieren und den Ankylo. Wie soll ich einen Quetzel zählen? Nee, ich will keinen Quetzel. Level 136. Zumindest mal eine 2 vorne. Mehr will ich gar nicht. Mit 2 vorne. Da bin ich schon zufrieden. Aber ich glaube, das gibt heute keinen. Ich glaube, wir machen jetzt auf dem Rückweg zur Base. Dann werde ich mir mal was zu essen machen. Werden wir noch irgendeinen guten Film suchen. Okay, will ich es jetzt umständlich versuchen oder. Ach, ich habe auch nicht so viele Pfeile. Also Darts. Okay, dann probieren wir es jetzt mal. Passiv stellen. Ich habe doch die Abstände gut gemacht. Switch to der könnte ein bisschen groß sein. Ich hoffe, es klappt. Sicher ist jetzt der.
So, Verhalten. Mortal. Dann gebe ich mir hier ein bisschen von dem Prime. Dann hat es mir schon mal Archie. Was ist das da hinten? Na? Dürfte ja nicht. Ach, der ist schon fertig. Cool. Cool, cool. Und einmal die 8. Und hallo? Wegpacken. Wir haben zwar nicht den Dödi, aber alles andere, was wir ursprünglich nicht wollten. Okay. So. In welche Richtung müssen wir denn jetzt? Nach da. Das ist natürlich wieder endloser Flug. Gut, ich würde sagen, ich mache mir jetzt auf den Rückweg zur Base. Beende an dieser Stelle die Aufnahme. Sollte ich auf dem Rückweg noch ein Dödi finden, melde ich mich nochmal. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.